Ich habe mit meiner Diät wirklich sehr, sehr gut abgenommen. Ich habe 20 Kilo abgenommen, aber seit 4 Monaten tut sich gar nichts mehr auf der Waage. Ich bin echt verzweifelt. Was mache ich denn da jetzt? Was du da jetzt machst? Schau dir das Video an, nach dem Intro. So, meine Freunde, euer Coach hier. Cecil? Erstmal gucken wir uns an, was es auf sich hat. Ihr werdet mit einer bestimmten Ernährungsweise, wenn ihr jetzt zum Beispiel sagen wir, ihr wollt 30 Kilo abnehmen, dann werdet ihr mit dem gleichen Plan es nicht schaffen, 30 Kilo abzunehmen. Nach 10 oder nach 20 Kilo oder nach 15 Kilo, irgendwann sagt der Körper, den Ernährungsplan kenne ich jetzt. Da mache ich jetzt gar nichts mehr. So, also ihr werdet mit dem gleichen Plan nicht unendlich abnehmen. Das ist bei der Gewichtsreduktion so, das ist auch beim Muskelaufbau so. Wenn ich jetzt zum Beispiel einen Bauarbeiter sehe, der trägt ständig seine 50 Kilo Zementsäcke. Der wird ja nicht ohne Ende Muskeln aufbauen. Also der sieht ja nicht aus wie ein Bodybuilder. Erstmal baut er Muskeln auf, weil der Körper halt denkt, boah, ey, was war das denn? Ey, um diesen Zementsack zu schleppen, muss ich jetzt wohl mal Muskeln aufbauen. Ja, aber er passt sich an. Also der Körper wird ja nicht immer weiter Muskeln aufbauen. Das ist einfach nicht effizient. Das macht der Körper nicht. Und genauso bei der Gewichtsreduktion. Wenn ihr einen perfekten Ernährungsplan habt und ihr wollt jetzt zum Beispiel 30 Kilo abnehmen, irgendwann sagt der Körper, nein, ich muss meine Reserven behalten. Der Körper, das ist ja wie so ein Sparfuchs. Der denkt ja immer, oh, Kriegszeit, oder er denkt, oh, Mammut erlegen. Wir waren ja evolutionär gesehen, hatten wir ja nicht immer Essen. Wir hatten nicht immer ein Aldi vor der Tür und konnten immer essen, sondern wir waren vom Jagdglück abhängig. So, wenn wir längere Zeit mal nichts erlegt haben, dann mussten wir halt nur kleines Gestrüpp essen. Darüber konnten wir aber natürlich nicht genug Energie bekommen und deswegen, ja, hatten wir halt Phasen, wo wir lange mal nichts gegessen haben und da musste der Körper natürlich sparen. Das heißt, wir sind ein Sparfuchs. Wenn ihr jetzt zum Beispiel 15 Kilo mit dem Ernährungsplan abgenommen habt, dann sagt der Körper irgendwann, ja gut, geht nicht weiter. Wie ihr abgenommen habt, ist auch noch ganz entscheidend. Habt ihr abgenommen, indem ihr weniger Kalorien gegessen habt, sowieso, weil man muss weniger Kalorien essen? Habt ihr viele Kohlenhydrate gegessen oder habt ihr die Kohlenhydrate eher eingeschränkt? Ihr wisst ja mittlerweile, wenn ihr meine Videos kennt, dass Kohlenhydrate und die Ausschüttung vom Insulin, diesem Speicherhormon, dass diese beiden Faktoren ganz zuverlässig die Fettverbrennung unterbinden. Also, wenn ihr jetzt zum Beispiel abgenommen habt, aber trotzdem viel Kohlenhydrate gegessen habt, dann habt ihr trotzdem den ganzen Tag über immer wieder die Fettverbrennung unterbunden, was sehr schlecht ist, weil der Körper dann auch sehr viel Muskeln einschmelzt. Das wäre schon mal ein bisschen kontraproduktiv. Wenn ihr die Kohlenhydrate reduziert habt und dem Körper die Möglichkeit gegeben habt, wirklich Fette zu verbrennen, weil der Körper nimmt ja halt immer erst die Kohlenhydrate zur Verbrennung. Wenn ihr wenig Kohlenhydrate aufnehmt, dann nimmt er natürlich die Fette. Also, wenn ihr es richtig gemacht habt und kohlenhydratarm abgenommen habt, dann seid ihr schon mal auf der besseren Seite. Aber nichtsdestotrotz, gucken wir uns das an, es geht nicht weiter. Was mache ich, wenn es nicht weitergeht? Tipp Nummer? Ihr müsst, wie mit dem Trainingsplan, irgendwas ändern. Also auch beim Trainingsplan, ihr könnt nicht immer 10 Wiederholungen machen. Der Körper sagt, kenne ich, ich mache nichts mehr. Also ihr müsst den Ernährungsplan ändern. Was könnt ihr ändern? Ihr könnt als ersten Tipp, den ich euch gebe, könnt ihr das am Nahrungsvolumen schrauben. Gemüse zum Beispiel hat sehr, sehr wenig Kalorien. Wenn ihr zum Beispiel 100 Gramm Gemüse seht, dann sind da nur 12 bis 15 Kalorien drin. Wenn ihr 1 Kilo Gemüse habt, dann habt ihr nur 120 bis 150 Kalorien. Das ist nichts. Der Körper braucht aber, sagen wir, ihr esst 100 Gramm Gurke. 12 Kalorien. Der Körper ist aber 8 Stunden mit diesen 100 Gramm beschäftigt. Also verbraucht der Körper selber mehr Energie, als ihr reintut. Also wenn ihr das Nahrungsvolumen einfach extrem hochfahrt, könntet ihr wieder mehr verbrennen, weil es Negativkalorien sind. Also ihr tut mit 1 Kilo Gurke nur 120 bis 150 Kalorien rein, aber der Körper verbrennt noch mehr. Also sagen wir 300 oder 400 als Beispiel. Damit könntet ihr es schaffen, dem Stoffwechsel einen neuen Kick zu geben. Außerdem denkt der Körper dann nicht mehr, dass er in einer Sparflamme ist, sondern er kriegt ja die ganze Zeit was zu essen. Also ihr könnt damit den Körper ein bisschen austricksen. Tipp Nummer, die Proteine hochfahren. Also die Proteinzufuhr erhöhen. Entweder durch Fisch, Fleisch, Eier oder Proteinshakes. Also die Proteinzufuhr hochfahren. Warum? Weil die Proteine brauchen auch sehr viel Energie zur Verstoffwechselung. Wenn ihr zum Beispiel 100 Gramm Steak habt, dann haben diese 100 Gramm Steak, wenn es fettarm ist, auch nur 120 Kalorien, also schon sehr kalorienarm. Der Körper braucht aber 30 bis 40%, um diese 120 Kalorien zu verstoffwechseln. Also wenn ihr 100 Gramm Steak esst, habt ihr eigentlich netto nur 70 Kalorien aufgenommen. Also durch diesen thermischen Effekt, also dass Proteine sehr viel Energie brauchen, um verstoffwechselt zu werden, dadurch könnt ihr euren Stoffwechsel extrem anregen. Also versucht da mal auf eure mindestens oder
Ja, versucht mal auf die 2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht zu kommen. Wenn ihr 80 Kilo wiegt, kommt ihr auf 160 Gramm Proteine am Tag. Guckt mal rein, wo was drin ist. Im Fleisch ist jetzt nicht in 100 Gramm 100 Gramm Protein drin, das wäre schön. In 100 Gramm Fleisch sind zum Beispiel 20 Gramm Protein drin. Also so müsst ihr euch mal gucken, wie viel Protein ihr braucht. Tipp Nummer 3 sind eigentlich 2 Tipps. Also irgendwie sind es 2 Tipps. Einmal, ihr müsst genug Wasser trinken. Wasser, 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 Wasser. Man sagt so als Richtwert pro 20 Kilo Körpergewicht 1 Liter Wasser trinken. Also wenn ihr 80 Kilo wiegt, solltet ihr 4 Liter Wasser trinken. Guckt mal, dass es gefiltertes Wasser ist, also nicht einfach Leitungswasser. Entweder ihr kauft euch Wasser oder das Leitungswasser filtern über so ein Filtersystem. Das mache ich zum Beispiel persönlich. Also viel Wasser und praktisch der zweite Tipp, im dritten Tipp ist, vielleicht versucht ihr mal das intermittierende Fasten. Also zeitweise Fasten. Fasten ist schlecht fürs Abnehmen, weil ihr euren Stoffwechsel runterfahrt, ihr verliert Proteine, also ihr verliert Muskeln, weil der Körper sagt, hey, ich bin in der Notphase, ich muss schnell die Muskeln rausschmeißen, weil die Muskeln natürlich sehr viel Kalorien verbrennen. Fasten ist sehr schlecht fürs Abnehmen, aber intermittierendes Fasten heißt zeitweise mal fasten. Zum Beispiel, keine Ahnung, mal um 16 Uhr das letzte Mal essen und dann erst wieder am nächsten Tag um 12 Uhr. Oder morgens frühstücken und dann erst wieder um 20 Uhr abends was essen. Also intermittierendes Fasten kann sehr gut sein, weil wir sind von der Evolution her auch daran gewöhnt, intermittierend zu fasten. Wir haben nicht immer was zu essen gehabt, sondern mal was gehabt und dann auch mal 2 Tage gar nichts. Das heißt, der Körper ist schon daran gewöhnt. Also guckt, dass ihr trotzdem natürlich eure Proteine kriegt und guckt, dass ihr nicht das die ganze Woche macht, aber zum Beispiel nehmt euch mal 2 Tage in der Woche, wo ihr intermittierend fastet. Zum Beispiel morgens um 10 essen und dann aber erst wieder um 20 Uhr abends. Oder ihr esst das letzte Mal um 16 Uhr und dann das nächste Mal um 12 Uhr am nächsten Tag. Aber guckt, dass ihr genug Proteine bekommt. Also die letzte und erste Mahlzeit, dann müsst ihr unbedingt dann Proteine enthalten. Okay, meine Freunde, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr könnt die Tipps mal umsetzen. Schreibt doch unten rein, ob euch das geholfen hat oder wo ihr stehen bleibt oder wie es bei euch so aussieht. Schreibt doch alles mal in die Kommentare, dann kann ich darauf reagieren. Und natürlich einmal abonnieren, Snapchat, Instagram, Facebook. Folgt mir unbedingt überall, weil ich habe überall immer andere Themen. Und wenn ihr mitmachen wollt bei meiner 7 Tage kostenlosen Tour auf maximumprinzip.com, dann freue ich mich natürlich, tragt euch rein. Jeden Tag bekommt ihr neue Videos über 7 Tage. Schaut gerne vorbei und bis bald. Euer Coach Cecil.